Madhumi, begrüßt Sie alle recht herzlich. Bitte applaudieren Sie, damit unsere Models nach vorne kommen können. Was ist das hier? Eine E-Mail aus der Fabrik in Bangladesch, die mehr
Sowas dürfst du dir doch gar nicht anschauen. Das kommt alle paar Tage lang. Das ist eine elende Bettelei. Was wären denn diese Menschen ohne uns? Nicht mal Arbeit hätten sie und dann wollen sie noch mehr Lohn. Na, das gibt's doch nicht. Ja, 1,83 Euro der Tag? Das kommt mir schon recht wenig vor. Arbeiten die alle nur stundenweise? Stundenweise? 13, 14, 15 Stunden? Was der Tag hergibt, mein Junge? Ja, also, dann müssen wir doch wirklich sehen, wo man bleibt, oder nicht? Ja, die müssen ja nicht mal mittags heim. Verstehst du? Die Kinder sind doch schon da in der Fabrik. Betriebskindergärten? Du bist gut. Nein, wir helfen doch mit. Ja, schau mal, so kleine Kinderhände, wenn die das Nadelöhr da einfädeln müssen, das geht doch viel leichter. Was schaust du denn so? Ja, die Mutter mit ihren 60 Euro, die sie da verdienen, die kann doch die Familie nicht ernähren. Müssen auch die Kinder ein bisschen reinkürzen. Ja, jetzt schau doch nicht wieder so traurig. Man muss doch auch sehen, wo man bleibt. Man kann vielleicht ein bisschen Mitleid haben, aber andererseits, das hat sich ja niemand ausgesucht. So, was soll denn das jetzt schon wieder? Denkst du, ich habe mir das meine ganze Jugend lang umsonst aufgebaut hier? Den Hund, den Rücken habe ich mir umgeschafft und jetzt machst du wieder sowas? Francesco, krieg dich doch ein! 1,83 Euro der Tag. Aus diesem System, das einige sehr reich werden lässt und andere zu Bettlern macht, ist Franz von Assisi ausgestiegen. Der Herr verlieh mir, Bruder Franz, den Anfang eines neuen Weges auf folgende Weise. Als ich in Sünde lebte, kam es mir bitter vor, die Aussetzung zu sehen. Aber der Herr selbst führte mich unter sie und ich erwies ihnen Barmherzigkeit.
man ihn schied, war mir dasjenige, was mir vorher bitter vorgekommen war, zur Süßigkeit verwandelt. War mir dasjenige, was mir vorher bitter vorgekommen war, zur Süßigkeit verwandelt. Alle wissen sie, was gut und richtig ist.
Das Leben, das offen vor mir liegt, es ist gebunden. Ich gehorche den Eltern, den Lehrern, dem Zeitgeist, den Freunden. Ich stimme zu, ich nicke ab, bis ich vielleicht irgendwann merke oder mein Körper merkt, das ist falsch. Das ist nicht das Leben. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Finde ich zu meinem Leben, zu meinem Weg, zum wahrhaftigen, lebendigen Weg Jesu. Welche Bindung muss ich lösen? Welche Sucht besiegen? Wie kann ich beten? Franz hat sich lange in einer Höhle versteckt. Als er wiederkam, wurde er von den Leuten mit Dreck und Steinen beworfen. Sein Vater redete auf ihn ein, schlug ihn, sperrte ihn ein und verklagte ihn sogar beim Bischof. Dort zieht Francesco sich splitternackt aus und sagt sich öffentlich von seinem Vater los. Hört alle zu und versteht. Bis hierhin habe ich den Pietro Bernardone meinen Vater genannt. Aber um Jesus dienen zu können, will ich allem dasjenige zurückgeben, was ich von ihnen besitze. Von nun an will ich sagen, unser Vater im Himmel und nicht Vater Pietro Bernardone. Sag mal, wer ist denn diese Frau?
Kenn ich sie? Indirekt wahrscheinlich schon. Meine Frau ist die Armut. Macht mich super glücklich. Ich bin mir links lang nicht so gut. Boah, naja, da geht's mir aber ganz anders da. Weißt du, ich bin Gemeindereferentin. Und da ist es anders da. Ich habe einen Vorgesetzten. Das ist ein richtiges Ekel. Wirklich ein Ekel. Und es macht keinen Spaß mehr, früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Es macht keinen Franz. Spaß mehr, Franz, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh, richte es wieder auf. Wer hat dir denn dazu den Auftrag gegeben? Das war tatsächlich ein Auftrag von Jesus höchstpersönlich. Franz, siehst du nicht, mein Haus fällt ein. Geh, richte es wieder auf. Das hat Jesus zu mir gesagt. Franz, siehst du nicht? Mein Haus fällt ein. Geh nicht es wieder auf. Ja, und hier bin ich. Oh. Also ich höre da was ganz anderes aus, wie nur das kleine Käflein San Damiano aufzubauen. Ich höre da heraus, das zerfallene Haus. Das zerfallene Haus, du hast einen ganz anderen Auftrag. Schau dir doch die Kirche an, die Massenaustritte der letzten Jahre. Schau dir an das Zwangszölibat, die Männerwirtschaft, Rom, das sich an die Macht klammert und nichts passiert. Schau sie dir doch an, die Missbrauchsfälle. Schau sie dir an, die Streitereien untereinander. Schau sie dir an, die Menschen, die in dieser Gottverlassenheit, Gottvergessenheit, sie haben Gott vergessen in ihrem Leben, Gott den Rücken zuwenden und das Gefühl haben, ich lebe doch in Sicherheit. Schau sie dir an. Ja, jetzt, wo du das so sagst, hast schon recht, aber wie soll ich denn das schaffen? Also, weißt du, wenn der Herr selbst zu dir gesprochen hat, da habe ich keinen Zweifel dran, dass du das nicht schaffst. Keinsterweise im Gegenteil. Du bist eigentlich immer jemand, der, wenn er was anpackt, Menschen begeistert, Menschen mitnehmen kann und Menschen mitreisen tut. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass du das zerfallene Haus wieder aufrichten kannst. Stein für Stein. Und ich verspreche dir, ich bin niemand, der sofort dabei ist. Na gut, dann auf das zerfallene Haus, das wir aufrichten werden. Überliefert ist übrigens, dass Innozenz den lumpigen Mönch zunächst nicht vorlassen wollte. Da erschien ihm im Traum die Lateranbasilika, dem Einsturz nahe. Und ein arm gekleideter Mann stützt die Mauern mit seinen Schultern. Den erkennt er in Franziskus. Es ist die Stärke und Kraft der Demut und Arm, die die Kirche vor dem Einsturz bewahrt. Können wir das auch heute erkennen? Können wir es erkennen und leben? Es ist die Stärke und Kraft der Demut und Arm, die die Kirche vor dem Einsturz bewahrt. Ich habe ja echt nicht erwartet, dass der Papst jetzt anfangen wird. Aber er hat es getan. Ja, unglaublich. Glaubt, dass wir auch wirklich zu ihm durchgedrungen
Dieser Papst ist schon ein ganz besonderer. Schläft im Gästehaus, trägt abgelaufene Schuhe, lächelt gegen den Kapitalismus und beschwört die Erhaltung der Umwelt. Ja, nur schade, dass er nicht von Frauen hält. Wirklich schade. Und schade, dass er seine Kurie letztendlich nicht im Griff hat. Diese Holzköpfe, diese Prasser. Er hat es zwar mal angemahnt, aber ansonsten, die machen doch was wollen. Und eben, dieses Frauenbild, das ist ganz schön veraltet. Und in diesem Bad haben wir überhaupt die Chance, irgendwann mal ein weiteres Diakonat oder Priesteramt zu erreichen. Ja, das muss echt schwer sein für dich. Aber gut, er ist aus Argentinien, um die 80. Er hat sein ganzes Leben nur unter Männern verbracht. Der war halt bei Frauen nur Mama oder Nonne. Ich denke aber nicht, dass wir das Haus Gottes als Kirche bewahren können, wenn wir auf die geistlichen Gaben der Frauen verzichten. Wie wichtig. Aber wir müssen halt Geduld haben. Ja, ja. Geduld haben. Geduld haben, das habe ich immer. Wisst ihr, als Tiger hat er den synodalen Weg begonnen. Und als Bettvorleger liegt er jetzt da. Hallo, bitte, dürfen wir mitfahren? Wir müssen nach Unterfranken. Unterfranken? Ja. Das ist meine Heimat, da möchte ich auch schnell hin. Kommt mal in die Stadt rein, aber schickt euch, ihr habt keine Zeit. Spaß! Ich will Spaß!
Außerdem ist das ein Eingriff in meine Freiheit. Aber hallo, ich hoffe, ihr seid alle gut angeschnallt. Ja. Wir sitzen in einem Audi SUV. Q72V TDI. Mit nicht weniger als 500 PS unter der Haube. Ja, ich kann es mir leisten, teuren Sprit für schnelles Tempo auszugeben. Das wird alles verheizt in meiner Position. Ha, da bin ich schließlich auf Zeit angewiesen. Zeit ist Geld. Jawohl, ich verdiene schließlich das Geld, das die Regierung wieder für 9-Euro-Tickets oder solchen Schmarrn zum Fenster rausschmeißt. Wer sich kein Ticket leisten kann, der soll dann einfach keinen Bus fahren. Zeit ist Geld. Deswegen macht mich das auch so wahnsinnig da. Klimaterroristen, das kann ja wohl nicht sein. Sie stehen ja wirklich ganz schön unter Druck. Sie Ärmster. Ja, dann helft mir halt. Helft mir doch. Kommt, wir steigen jetzt aus und gehen davor und reißen diese Klimakleberhände vom Asphalt. Und dann geht es auch wieder weiter. Also ich habe Verständnis für diese Leute. Es ist nicht langsam höchste Zeit, dass wir ernst machen mit der schonenden Umwelt. Alle. Gottes Haus ist am Zerbrechen und wir schauen tatenlos zu. Ökogewicht. Das ist alles Ökogewicht. Hallo. Was die mit unseren, diese Terroristen, diese Klimaterroristen, was die mit unseren Kunstwerken machen, dafür gehören die eingesperrt. Jawohl, sich am Bamberger Reiter zu vergleichen, das ist doch unerhört. Aber hallo, wer soll denn unser Deutschland am Laufen halten ohne unsere Autoindustrie? Denkt doch mal an die ganzen vielen Arbeitsplätze. Wir verarmen doch. Also ich habe die Arbeit gewählt. Die macht frei und glücklich. Aber gut, das darf man halt meistens erst, wenn man es selber mal ausprobiert. Und dabei geht es auch gar nicht darum, gleich alles loszuwerden, sondern einfach alles als ein Geschenk wahrzunehmen. Alles ist ein Geschenk. Jedes Essen, jedes Kleidungsstück, jeder Sonnenstrahl, jede Mondnacht, alles ist ein Geschenk. Jede Blume, selbst die Bäume, das Wasser, alles ein Geschenk. Raus! Ja, spätestens jetzt sind wir natürlich vom historischen Franz von Assisi ganz, ganz weit weg. Da gab es keine Autos und keine Klimawandel. Ja, wahrscheinlich gab es den nicht, weil es keine Autos gab. Aber was es gab, das war der absolute, demütige, liebevolle Respekt für jedes Geschöpf. In seiner Armut wurde für Franziskus so vieles, woran wir achtlos vorübergehen, zum Reichtum und zum Geschenk. Den Vögeln hat er tatsächlich geblieben. Jede Kerze hat er zärtlich gehalten. Würmer hat er vom Weg aufgehoben und in Sicherheit gebracht, damit sie nicht zertreten werden. Bienen im Winter Honig und Weiden gestellt, damit sie nicht zugrunde gehen. Wenn seine Brüder Bäume fällten, verbot er ihnen, sie ganz unten abzuhauen, damit sie wieder auflaufen. Um die Gärten herum sollten die Reine nicht umgegraben werden, damit jedes Unkraut und jede Feldblume ihren Platz finden. Tja, ein großer war er, der Poverello, der kleine Armee. Einer, der sich anrühren ließ von Gottes Geist, bis er sogar am Leib
den Bruderesel, die Stigmata, die Wundmale Jesu. Als er mit 44 Jahren von Krankheit ganz aufgerieben war, ließ er sich für alle Fälle nackt auf den nackten Boden liegen. In seiner letzten Stunde wollte er nackt mit dem Nackten dem Teufel kämpfen. Aber alle Kämpfe waren gekämpft. Ganz furchtlos, des Sieges gewiss, nahm er mit gefalteten Händen die Krone der Gerechtigkeit entgegen. Versunken blickte er zum Himmel auf und erwartete die Herrlichkeit. Zu den Brüdern sagte er: Ich habe das meine getan. Das, was ihr zu tun habt, möge euch Christus lehren. Ich habe das meine getan. Das, was ihr zu tun habt, möge euch Christus lehren.